In einem großen See im Wald lebten einmal viele kleine Otterkinder mit ihren Familien. Sie schwammen und tauchten im Wasser oder spielten Verstecken im dichten Schilf am Ufer. Manchmal erkundeten sie auch den Wald und bauten sich kleine Höhlen. Sie hatten viel Spaß zusammen. Nur einer hatte keinen Spaß und das war der kleine Kugi. Nie wollten ihn die anderen Otterkinder mitspielen lassen. Immer hatten sie etwas anderes an ihm auszusetzen. Du verstehst unsere Spiele nicht. Du bist zu schwach. Und du bist faul. Und zu klein. Geh weg. Du nervst. Du kannst dir ja gar nichts merken. Du brauchst immer so lange. Und du findest den Weg nicht. Als die anderen Otterkinder den kleinen Kugi wieder einmal nicht dabei haben wollten, schwamm er traurig zu seiner Mama zurück und fragte: Bin ich eigentlich ein richtiger Otter? Natürlich bist du ein richtiger Otter. Du hast ein schönes, dichtes, braunes Fell, vier kräftige Pfoten, einen langen Schwanz und du kannst schwimmen. Warum lassen die anderen mich da nicht mitspielen? Warum sagen sie, ich bin nicht so wie sie? Warum bin ich denn anders? Ich erzähle dir jetzt mal eine Geschichte. Vor einer Weile, als du noch nicht geboren warst, aber in meinem Bauch schon dabei warst, zu einem kleinen Otterkind heranzuwachsen, da habe ich einmal am anderen Ende des Sees einen kleinen Tunnel entdeckt. Ich war neugierig und schwamm hindurch und kam in einen zweiten, viel kleineren See. Um diesen See herum standen viele Obstbäume und das Wasser schmeckte ganz anders als in unserem See, süß und prickelnd. Es schmeckte mir so gut, dass ich immer wieder zu diesem kleinen See zurückkehrte, um davon zu trinken. Aber ich erzählte es niemandem, es war mein Geheimnis. Und dann? Ich freute mich sehr auf dich. Eines Tages, kurz vor deiner Geburt, war ich mal wieder in dem kleinen See, um von dem Wasser zu trinken. Das machte mich so glücklich und überschwänglich, dass ich mein Geheimnis nicht mehr für mich behalten konnte. Als ich zurückkam, erzählte ich den anderen Ottern davon. Ich dachte, sie würden sich mit mir freuen und auch gleich durch den Tunnel in den kleinen See schwimmen. Aber so war es nicht. Die anderen Otter waren ganz erschrocken. »Ja, weißt du denn nicht«, riefen sie, »dass das Wasser aus dem kleinen See schrecklich gefährlich für Otter ist, die ein Kind im Bauch tragen?« »Nein«, sagte ich, »das habe ich nicht gewusst.« Da erklärten mir die anderen Otter, dass durch die herabfallenden, faulenden Früchte im Wasser Alkohol entsteht. Deshalb schmeckte es so süß und prickelnd. Alkohol ist nicht gesund für große Otter, aber für kleine Otter und ganz besonders für solche, die noch nicht geboren sind, ist es sehr gefährlich. Warum? Weil die kleinen Otterbabys im Bauch der Mutter sozusagen mittrinken und sie können sich da nicht richtig entwickeln. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass die kleinen Otter später, wenn sie geboren worden sind, nicht so gesund sind wie andere kleine Otter. Sie sind vielleicht kleiner und schwächer, sie sind langsamer und brauchen länger als andere Otterkinder. Sie verstehen manche Dinge nicht so gut und sie sehen auch ein bisschen anders aus. Bin ich deswegen anders als die anderen? Ja, deswegen bist du anders als die anderen. Und es tut mir furchtbar leid, dass ich das alles nicht gewusst habe. Aber ich hab dich sehr, sehr lieb. Und weißt du, was wir jetzt machen? Was? Wir erzählen den anderen Otterkindern unser Geheimnis. Die Ottermama rief alle Otterkinder im ganzen See zusammen und erzählte die Geschichte noch einmal. Und deshalb hat Kugi einige besondere Farben bekommen. Er hat eine orange Pfote, weil er so klein und leicht ist. Er hat eine lila Pfote, weil sein Gesicht ein bisschen anders aussieht als eure Gesichter. Er hat eine grüne Pfote, weil er anders denkt und anders fühlt als ihr. Er hat eine rote Pfote, weil seine Mama Alkohol getrunken hat, als sie schwanger war. Und warum, glaubt ihr wohl, hat er die goldene Schwanzspitze bekommen? Weil er so hilfsbereit ist. Weil er so tolle Purzelbäume im Wasser schlagen kann. Weil er der beste Wiederfinder von Sachen ist, die wir verloren haben. Weil er so nett ist, obwohl wir so gemein zu ihm sind. Genau. Und bestimmt fällt euch noch viel mehr dazu ein. Jetzt wussten die anderen Otterkinder, warum Kugi ein bisschen anders war als sie. Sie wussten, dass er nichts dafür konnte. Und sie wussten, dass er trotzdem ein Otter war, genau wie sie. Deshalb lachten sie jetzt nicht mehr, sondern halfen ihm, wenn er mal wieder ein bisschen zu langsam war. Und manchmal bewunderten sie seine goldene Schwanzspitze.